What the hell? Are you sure? Alright, I thought we were right. Adam. Ja, Roomtour, oder? Ja, da kommt kurz rein. Meine lieben Freunde, es ist endlich soweit. Nach circa 2,5 Jahren kann ich endlich meine Wohnung zeigen. Bin ich zufrieden mit meiner Wohnung? Absolut nicht. Ist sie fertig? Nein. Entspricht sie meinen Vorstellungen? Hundertprozentig nicht. Muss ich es trotzdem drehen? Ja. Habe ich Lust drauf? Jo. Ich würde sagen, wir fangen hier im Flur an. Das ist der Flur. Man kommt rein durch den Flur. Das ist der Flur. Das ist die Hauseingangstür, die sogenannte, die Wohnungseingangstür, wenn man spezifizieren möchte. Ja, wie gesagt, wir sind hier im Flur. Das ist Kunst von einem Kollegen von mir, von Max. Ganz liebe Grüße an dich. Ich bin großer Fan von deiner Arbeit und dem, was du machst. Finde ich mega geil. Ich weiß nicht, ob wir es zensieren müssen. Ja, die Frau hat 3 Brüste. Ja, ich finde es geil. Das hier ist mein wunderschöner Schuhschrank. Da ist tatsächlich gerade mein Steamer drin. Ich weiß auch nicht, ich sag's euch ehrlich, ich habe einfach alles in die Schränke gepackt. Normalerweise sieht es hier nie so ordentlich aus. Hier vorne ist tatsächlich mein Schuhregal. Da habe ich meine Schuhe ins Regal gestellt. Die sind im Regal drin, die Schuhe. Dann habe ich hier meine Garderobe. Ich hatte richtig Glück, dass ich die Sachen aus der alten Wohnung mitnehmen konnte, dass es auch irgendwie passt. Was das hier macht, keine Ahnung. Ihr kennt es ja vielleicht auch, wenn ihr beim Schuhanziehen mal Probleme habt, dann braucht es manchmal einen Baseballschläger. Ja, das ist auf jeden Fall hier meine Schuhcorner, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe nichts ultra krasses an Schuhen, außer diese super rare, extrem geilen Temper-Faded Dunks Duck Edition. Super, super hyped. 20.000 Euro pro Schuh, also insgesamt 30.000. Ich kann nicht rechnen. Das ist halt hier meine Jacken-Stuff. Ich habe ultra viele Jacken, auch Kuss geht raus an Ola Kala, die wirklich nicht aufhören, mir Jacken zu schicken. Dann haben wir hier mein Gästebadezimmer. Ganz wichtig für Gäste. Ich bin da übertrieben pingelig, keine Ahnung wieso. Ich kann meine Gäste nur in dieses Badezimmer lassen. Wichtig natürlich auch hier, Munition zum Nachladen, immer 2 Klorollen und ohne feuchtes Toilettenpapier. Seit der Chaos-WG, ich habe sogar ein paar Luten damals gebracht. Ich glaube, das einzig Positive, was er vor mir mitgenommen hat, feuchtes Toilettenpapier. Ohne geht nicht. Hier haben wir noch eine Dusche, die wird sehr selten benutzt, weil ja, ich habe halt da hinten noch ein großes Badezimmer und das ist irgendwie eher so mein Space. Das hier ist tatsächlich mein Wohnzimmer. Kommen wir kurz rein, ne? Ist sehr schön hier. Hier habe ich alles, was ich brauche. Mein Hund schläft hier auch. Hier vorne habe ich mein komplettes DJ-Equipment stehen. Das ist jetzt auch nur so gerade pro forma an. Und an alle Leute, die gerade die EQs sehen, bitte nicht wundern. Das ist einfach nur, damit es irgendwie aussieht. So. Ganz wichtig, hier Laptop, falls ich mal mit Gott bewahre Serato auflegen muss oder sowas. Meistens dann aber tatsächlich doch eher mit Sticks oder Recordbox, aber am liebsten dann doch mit Sticks. Samsung-Laptop, mega, mega geil. Fold dazu, das Galaxy, das Fold. Arschgeile Nummer, wir sind sehr zufrieden, wir lieben es. Das Ding hier habe ich seit 20 Jahren, no joke, nicht mehr angefasst und ich möchte hier auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle Leute rausgeben, die mir ständig Alkohol schenken. Ich bin es nicht, der die Sachen trinkt. Gestern waren die Jungs hier, Ron hat sich schon vor der Bar genüsslich die Hände gerieben, aber wir hatten dann doch ein Meeting und sind professionell geblieben. Ja, hier ist alles irgendwie, keine Ahnung, mal ein bisschen Wein, eine Mark Gebauer Sanduhr, Digga, ich, Bro, stell mir keine Fragen, warum. Dann habe ich hier meine Buchsammlung. Das ist aber tatsächlich nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil davon, weil ich ehrlich sein muss, ich habe einen Großteil leider noch im Keller. Ich finde das Regal, to be honest, hier echt unpassend. Das ist aber so eine Notlösung, weil wir haben es irgendwann mal auseinandergeflext, weil das waren 2 Teile. Gigashit. Ist so, sehr schön, weil es beleuchtet ist. Man kann das hier mit so einem kleinen Schalter ausmachen. Juckt euch überhaupt nicht, sieht aber schön aus. Ich finde so indirektes Licht sehr geil. Ich kann irgendwie meine Deckenleuchte nicht mehr anmachen. Ich habe so voll den Film dabei. Am liebsten hätte ich nur noch über so Stand und Wandleuchten und keine Deckenleuchten mehr, es sei denn, die sind runtergedimmt. Kann ich irgendwie nicht anders. Dann ist hier Platz für Akani. Der schläft tatsächlich da drin. Mittlerweile auch nicht mehr in meinem Bett. Ich habe es geschafft. Hier ist Sofa und meistens dann auch irgendwie Chill-Area für Gäste. Ich habe kein Gästezimmer, weil ich bewusst mich dagegen entschieden habe. Und trotzdem muss ich an der Stelle sagen, ich wohne sehr zentral und trotzdem schlafen immer wieder Leute auf meinem Sofa. Bitte Leute, ihr habt genug Geld, nehmt euch ein Hotel. Ich will euch wirklich nicht hier haben. Genau, hier ist Sofa. Ja, da schlafen immer meine Gäste drauf. Hier sind auch überall sau-weirde Flecken drauf. Die sind nicht von mir. Das war Mark Eggers, da habe ich nichts mit zu tun. Hier, keine Ahnung, Wohnzimmertisch, auch hier wieder Kunstpflanzen. Das ist tatsächlich eine echte Pflanze. Die habe ich mal vor, glaube ich, 2,5 Jahren oder vor einem Jahr von einer Frau geschenkt bekommen. Das war die einzigen Blumen, die ich jemals in meinem Leben erhalten habe. Man sieht, dass die echt waren. Die waren mal echt. Und dann dachte ich mir, das sind Trockenblumen. Kennst du das? Trockenblumen ist so ein Konzept. Dann hier, bin mega Fan davon. Wenn irgendwer von meinen Kollegen hier das sieht, bitte schenkt mir Taschenbildbandbuch, Bildbücher. Ich liebe die Dinger. Sind nicht nur schön für die Einrichtung, sondern auch echt geil. Ich blätter da, keine Ahnung, 3-4 Mal die Woche durch und mal mir aus, wie schön es wäre, mit einer Familie glücklich in einem Traumhaus zu wohnen. Dann wache ich wieder auf und sehe mich in der Realität und trinke Alge. Hier ein Bild von Luisa, das hat sie damals gemacht. Vielleicht kennt ihr sie sogar von TikTok. Die hat diese Glanz-Glossy-Art mit diesen
verlaufenden Farben und sowas, so ein bisschen drippy und trippy, finde ich sehr cool. Das ist obviously Daft Punk, bin ein Big Fan, die haben sehr viel für die elektronische Musikszene getan. Mag ich sehr gerne. Hier draußen ist meine Terrasse, da gehen wir gleich mal raus. Ich habe es gerade zu, weil erstmal ist meine Terrasse überhaupt nicht eingerichtet. Ist super traurig, weil die ist echt riesig und geil, aber nichts draus gemacht irgendwie, weil ich ein dummer Hund bin. Hier ist mein Stuhl. Papa Platte weiß ganz genau, wofür der ist. Der hat perfekten Blick aufs Sofa. Hier ist auch ganz strategisch ausgerichtet meine Hundekamera aufs Sofa. No joke, also bevor jetzt irgendwer denkt, ich bin so ein Creep, die kann tatsächlich nicht aufzeichnen, es sei denn, man kauft das Premium-Abo. Aber die nutze ich mittlerweile nicht mehr. Eigentlich ist das ganz geil, um Leckerlis zu schießen und auf Akani aufzupassen. Nutze ich aber mittlerweile nicht mehr. Dann habe ich hier irgendwann mal eine Klangschale bekommen. Ich glaube, die hat deine Mami sogar geschenkt, Tobi. Pass auf, die stelle ich jetzt mal hier drauf und du wirst dich jetzt kurz entspannen, ja? Ja. Bist du entspannt? Ja. Sehr gut. Das ist ein Fake-Bonsai. Ich hätte gerne einen echten. Diese PlayStation 5 wurde in seinem Leben dreimal benutzt und ist seitdem kaputt. Grüße geht raus an Sony. Ich habe keine Ahnung, sie geht nicht mehr an. Fernseher hier, super schön. Hier haben wir eine richtig schöne Soundbar von Samsung. Die ist sehr, sehr nice. Macht so einen Heimkino-Sound. Akani, geh bitte in dein Körbchen. Geh in dein. Warum bist du so. Akani, komm ins Körbchen. Komm, ab. Ich habe hier so zwei Heimkino-Boxen noch und hier noch einen Zapfen verstehen. Ja, der steht da nicht optimal. Normalerweise müsste der da in die Ecke. Ich habe keine Mehrverstecker gekauft. Ich bin überfordert mit meinem Leben. Dann haben wir hier meinen Esstisch. Hier sitze ich gerne und schaue mich im Spiegel an, während ich alleine diniere. Könnt ihr kurz ausmalen, wie traurig das Bild ist. Stellt es euch kurz vor. Genauso traurig ist es auch. Hier vorne ist mein restlicher Schrank. I don't know, hier sind so, ich bin da auch vollkommen offen, Handtücher, Medikamente, eine Kabeltrommel, Gästedecken und weiß ich was drin. Und ich glaube, hier sind noch so, ja, Jacken, Hundefutter, keine Ahnung. Ihr seht, das ist alles ein bisschen reingestopft. Auch ganz nett. Wir gehen weiter in die Küche. Bevor wir aber in die Küche gehen, gehen wir kurz hier rein. Ja, wie nennt man das? Waschraum, I guess, keine Ahnung. Auch hier wieder Kuss geht raus an Samsung, den ich hier einmal komplett ausgestattet habe mit einem Staubsauger. Ey, Leute, ihr glaubt gar nicht, wie gerne ich jetzt staubsauge. No joke. Der saugt. Echt gut. Juckt das irgendwen? Hier Trockner, Waschmaschine, sehr schön. Waschmittel, was hier hinter ist, keine Ahnung, Digga. Glaub, einmal aufgemacht, versucht irgendwie meine Fritzbox mit einem Kabel zu patchen, hat nicht funktioniert. Juckt das irgendwen? Kommen wir in die Küche. Die ist auch eigentlich ganz schön, muss ich ehrlich sagen, noch ein bisschen leer. Hier nochmal ein Bild von einer guten Bekannten von mir, einer guten Freundin. Die Mutter von meinem besten Freund hat das gemalt. Nach wie vor immer noch ein sehr schönes Ding. Ich bin aber noch am Überlegen, noch viele Sachen hier zu ändern, was so Kunst angeht. Ja, eine normale Küche, keine Ahnung. Nicht allzu viel Platz hier zum Kochen. Ich koche auch, wenn ich ehrlich bin, sehr, sehr selten. Dann habe ich hier tatsächlich ganz, ganz wichtig meinen Get On My Level Silikonuntersetzer. Der ist einfach für mich Nonplusultra als Einrichtungsding. Monte, wenn du mir davon vielleicht noch 200 zuschicken könntest, damit ich die wirklich überall in meiner Wohnung verteilen könnte, wäre ich dir sehr dankbar. Kaffeemaschine brauche ich for real. Ich bin Big Kaffee-Fan. Die hat Max mir damals entschieden. Schau oder nicht auf jeden Fall. Max kennt ja alle, Koch-YouTuber, bester Mann. Die Kaffeemaschine hat er mir empfohlen. Dann haben wir hier, wow, ich habe Freunde. Von Freunden von mir, von Hochzeiten und sowas habe ich mal zum Geburtstag bekommen von meinen Bookern, die mein ganzes DJ-Management machen. Kuss geht raus an euch, Jungs von Aerochrone. Hier ist mein Pantry. Das sind alles so, ja, so Candy, Snacks, keine Ahnung. Ich habe aus Versehen, Bro, ich wollte eine Rolle von diesen Dingern haben. Und dann habe ich aus Versehen auf Amazon so eine Kiosk-Box bestellt. Muss aber ehrlich sagen, ich bereue es nicht, weil die sind ehrlich lecker. Hier unten, ob ich ein Problem mit Eiweißprodukten habe und ob ich da gut ausgestattet bin. Ja, und genau, ihr seht es richtig, das sind tatsächlich 6 Kilo Reispudding. Falls ich mal irgendwann Lust auf Reispudding habe, ich esse jeden Morgen so kleine Portionen. Ich scheiße wie ein Bär, wirklich. Wollen wir ins Schlafzimmer gehen? Schlafzimmer, meine Freunde. Viele YouTuber würden jetzt sagen, hier passiert die Magie, hier passiert absolut gar nichts und noch nie jemand hat mich hier besucht. Das ist mein Schlafzimmer, nichts Außergewöhnliches. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich überhaupt einen Fernseher in mein Schlafzimmer haben will. Habe aber mich dann doch entschieden dazu, damit ich abends Knossi bei Seven vs. Wild heulen sehen kann, habe ich mir noch von Samsung netterweise einen Fernseher reinhängen lassen. Kuss geht raus, ist mega geil, vor allen Dingen, weil der so einen Frame heißt, der hat so verschiedene Artworks, die man drauf machen kann und wenn das Licht dann aus ist und so, sieht das ganz nice aus, super energiesparend, echt ein schönes Ding. Toll, kleiner Nachttisch hier, auch mal was für die Persönlichkeitsentwicklung tun. Ich glaube, ich bin ungefähr so weit gekommen, bis ich angefangen habe zu weinen. Ja, Bett, nichts Besonderes, keine Ahnung, viele haben jetzt hier irgendwie erwartet, dass es ein riesiger Fetischraum ist, ich muss euch leider enttäuschen, ist es nicht. Größte und wichtigste Anschaffung in meinem Leben, dieses Ding hier, no joke. Ich weiß nicht, wie es heißt, ich glaube Nexa Motte? Nexalotte. Digga, das Ding macht ein geruchsloses Zeug raus und dann gehen die Mücken einfach nicht in dein Zimmer rein. Das heißt, ich kann hier die Tür zu meiner Terrasse auflassen und die Mücken fucken mich nicht ab. Das ist so nice. Seitdem habe ich keine Mückenstiche mehr und kann nachts wieder durchschlafen. Wenn dann Sommer ist, richtig geil. Ich habe hier irgendwann mal von meiner Oma random einen Baumstamm geschenkt bekommen. Weiß auch nicht warum. Finde ich aber sehr schön. Der steht jetzt hier und hier ist wieder eine IKEA-Plastikpflanze, die ich tatsächlich seit dem YouTube-Haus habe. Ganz liebe Grüße an Paluten. Danke, dass ich die behalten durfte. Alles andere hast du ja mitgenommen. Wir machen weiter und gehen kurz in mein Gaming-Zimmer, beziehungsweise in mein
ja, Büro, slash Ankleidezimmer, whatever. Hier sind alle meine Klamotten. Auch da ist wieder echt das Problem, dass ich viel zu viel davon habe und nochmal ein bisschen aussortieren muss. Hier sind alles an Hemden, schwarze Sachen und solche Geschichten. Kurze Hosen, Socken. Ich glaube, hier sind meine Unterhosen drin. Jo. Unterhosen, Schmuck. Dann habe ich hier nochmal Klamotten. Hier fehlt eigentlich noch eine Beleuchtung. Hier oben soll noch was hinkommen. Das habe ich mir so reinbauen lassen. Einmal um die Ecke. Schwarze Shirts, glaube ich, sind T-Shirts. Jacken wieder. Hoodies und weitere Hoodies und kleine T-Shirt-Geschichten, genau. Was ist hier noch? Mit der Schublade kommen wir später drauf zu sprechen. Hier ist meine Parfümsammlung. Super, super geil. Bin ja großer Fan von Parfüms. Ich sammle auch gerne leere Flakons tatsächlich. Zum Beispiel dieser Kilian-Duft hier. Den hat mir mal jemand aus Berlin geschenkt. Super, super geil. Muss ich mir eigentlich nochmal nachkaufen. Ich könnte jetzt zu jedem Duft wahrscheinlich 20 Jahre was erzählen. Außer eine Sache. Dieser Duft hier wirklich, er riecht wirklich nach Scheiße. Also straight up riecht der nach verbranntem Menschenfleisch und Kot. Marc Gebauer sagt, der Duft ist der kann nicht so scheiße riechen. Ich glaube nach wie vor, dass das einfach die Duftnote ist. Parfümsammlung, ich habe hier 1, 2, 4, 6, 8. An die 40 Düfte stehen. Bisschen was Sommerliches, bisschen was Orientalisches dabei. Bisschen was Holziges. Sehr schön. Hier haben wir einmal mein wunderschönes Setup. Bin ich sehr zufrieden mit. Einzige Manko ist gerade, dass ich immer wie so ein Opfer, was 14 ist, ein LAN-Kabel quer durch die Wohnung verlegen muss, weil meine Patchbuchse irgendwie einfach nicht funktioniert. Ja, hier mein ganzes Setup, wie gesagt, mit dem Internet gerade noch ein bisschen filmen, kriegen wir aber auch noch irgendwann alles geklärt. Der Table hier ist sehr, sehr nice und da kommen wir auch schon zum Partner dieses Videos. Kuss geht raus an Ergotopia, no joke, richtig, richtig nice. Ey, das ist einer der besten und massivsten Tische, den ich jemals gehabt habe. Das ist einmal der Desktopia GG von Ergotopia. Leute, das ist eine massive Tischplatte, da kannst du drauf rumhauen, wie du willst und es passiert nichts. Das Ding ist stabil, man kann sich sogar mit seinem Gaming-Arsch da draufsetzen, ohne dass was passiert. Das Ding ist wirklich echt nice. Und vor allen Dingen haben wir hier eine Memory-Funktion. Ich kann das Ding einmal hochfahren, wenn ich möchte. Teilweise arbeite ich sogar im Stehen. Im Stehen gestreamt habe ich bis jetzt noch nicht. Das ist so meine Stehposition. Hab die Bildschirme dann meist noch einen Ticken höher. Die Kamera schreibe ich dann nochmal um. Super, super nice. Kann man hoch und runter fahren mit einer Memory-Funktion. Super geil. Ich kann den aber auch noch außerhalb dieser Funktion so einstellen, wie ich möchte. Richtig stabiles Ding. Eine sehr, sehr gute Tischplatte in Midnight Black. 1,80 breit das Ding. Eine sehr schöne Tiefe. Ganz top, wirklich. Also das ist echt eine 10 von 10. Bin super, super happy damit. Dickes, dickes Dank an Ergotopia. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Ist wirklich ein Einzelmöbelstück und kann ich sehr empfehlen. Vor allen Dingen sieht der nicht so cringe. Kennt ihr diese so cringe Gaming-Sachen, die so 20.000 LEDs und übertrieben bla bla bla? Nee, der ist schön clean. Der hat eine geile abwaschbare Oberfläche. Mega nice. Passt cool zum Stuhl. Einfach ein echt schönes Ding und sieht nicht so corny as Gaming-Shit aus. Der Tisch besitzt außerdem eine Steherinnerung, der dich durch ein Licht- oder Vibrationssignal daran erinnert, dich hinzustellen. Und natürlich kann man den Tisch auch nur mit einem Knopfdruck auf die gewünschte Höhe fahren, ohne den Knopf gedrückt zu halten. Mega geil. Zusätzlich dazu habe ich einen 5% Rabattcode, den jetzt meine KI-Stimme einmal vorliest. Code REWI5. Und am 20.11. ist ja bekanntlicherweise Black Friday. Da gibt es nochmal eine Menge Aktionen bei Ergotopia. Stühle, Tische und sonstige Gegenstände. Gut reduziert. Also falls euch irgendwas ziehen wollt, klickt auf jeden Fall mal rein. Es lohnt sich. Das ist mein hier. Ich habe absolut keine Ahnung, was die Specs sind. Ich kann kurz gucken. Ich habe hier drin einmal einen Intel Core i9-7980XE mit 2,6 GHz, glaube ich sogar übertaktet vom lieben Johannes. Dazu in der Grafikkarte eine RTX 2080 Ti, sogar zwei Stück, lol. Sehr, sehr nice. Der ist schön beleuchtet, ist aber jetzt auch kein unfassbar krasses Stück. Ein bisschen schade, weil man sieht diese Seite hier sehr selten, finde ich aber immer noch sehr schön. Der ist jetzt schon, glaube ich, 2 Jahre alt, ne? Der ist schon 3 Jahre alt, ne? Das ist mein ältester. Tut aber echt noch sein Ding, das ist super, super nice. Und vielleicht swap ich mal dem aus der Halle mit hier hin, weil ich momentan eh mehr streame hier. Aber bis jetzt noch nie Probleme mit dem gehabt. Super nice, sehr schönes Ding. Eigentlich müsste noch was hin. Stimmt eigentlich, ne? Eigentlich müsste hier noch was hingehangen werden. Ich glaube, hier wird auf jeden Fall nochmal ein schönes Kunstwerk hingehangen oder einfach ein Spiegel, damit ich, wenn ich dann beim Spielen verliere, mich traurigerweise im Spiegel angucken kann und die Zerstörung in meinem Gesicht sehe. Elgato, schick mir bitte noch ein paar Keylights. Ich brauche sie, no joke. Das Ding hier ist super, super nice. GoXLR, no Werbung an der Stelle, aber ehrlich ein schönes Ding. Bis dato nur 15 Mal Probleme gehabt, ansonsten läuft das echt gut. Fürs Interface super, super clean, sehr schön, ein paar Soundeffekte drin. Mag ich Stream Deck mit dabei, das kleine. Eine Zoe-Maus, die ganz nice, weil sie die Seitentasten hat, finde ich sehr schön, ist lightweight. Eine Tastatur von Logitech, alles in der Videobeschreibung verlinkt. HyperX natürlich, beste Leute, ihr wisst Bescheid. Headsets und Headphones von denen, sogar 2 Stück. 2 schöne Asus-Monitore und hier nochmal einen richtig nice HyperX-Monitor, den ich auch in der Halle doppelt habe. Macht Spaß, schöne Framerate, ein bisschen größer. Ich will die auch nochmal alle gleichmäßig hier reinmachen. Aber das ist halt mein Setup. Sehr, sehr entspannt. Ich finde auch hier, muss ich ehrlich sagen, so dass hier dieser Look mit dem Red Bull-Kühlschrank, den Caps hier und den ganzen Bildern hier im Hintergrund sehr cool. Bin mit dem Raum hier ehrlich gesagt sehr happy. Hab hier auch noch meine Gardinen und Vorhänge. Diese Schublade hier ist noch nicht von eurem Interesse. Wir gehen da später drauf ein, ich hab's euch versprochen. Hier haben wir mein Hauptbadezimmer, was eigentlich mein täglicher Use ist. Digga, no joke. Also mit einem Hund, das ist geisteskrank. So viele Fussel.
Ich verstehe nicht, wie das macht. Ich habe eben noch gesaugt. Badezimmer hier mit einer Badewanne, Dusche, zwei Waschbecken und eine Toilette. Ja, ist nichts Besonderes. Ist sehr schön. Die Dusche ist sehr nice, weil die eine schöne Tiefe hat. Da kannst du kurz so tun, als würde die noch wirklich so 6 Meter in die Richtung gehen. Also, dass du einfach mit der Kamera so zurückgehst. Cool an der Dusche ist tatsächlich, dass die wirklich riesig lang reingeht. Also, man kann die immer weiter in die Ecke gehen und die ist wirklich riesig tief und dann komme ich wieder so langsam zurück. Also, die geht wirklich noch 10 Meter nach hinten rein. Keine Ahnung, was sie dabei gedacht haben. Ja, zwei Waschbecken, Dusche, I don't know, sehr schön hier. Auch beleuchtungsmäßig habe ich mir hier ein bisschen was überlegt. Das ist eine Designerlampe von einem schwedischen Designer. IKEA heißt der, super, super geil. Ist, glaube ich, aus dem Bauhaus. Das Bild ist auch sehr nice. Hat mir auch ebenfalls die Mutter von meinem besten Freund gemalt, die Petra. Sehr, sehr schönes Stück, gefällt mir sehr gut. Dahinter noch eine kleine Box. Beim Duschen schönes Bild. Bevor wir jetzt, ich edge euch gerade ein bisschen, ich weiß, ihr findet es geil. Bevor wir aber jetzt zur Schublade kommen, gehen wir nochmal kurz auf die Terrasse. Ich zeige euch kurz, was da abgeht. Ja, hier die Ecke. Da ist nicht meine gewaschene Wäsche drunter, die ich noch nicht wegräumen konnte. Ich bin ein ordentlicher Mensch, ich habe mein Leben im Griff, okay? Wir gehen kurz raus auf die Terrasse. Ja, Terrasse ist gerade voller Laub, keine Ahnung, noch nicht sauber gemacht worden. Hier steht ein Grill, der im Sommer gerne benutzt wird. Ich habe dafür mal einen Überzug. Ich glaube, der ist irgendwann beim Sturm weggeflogen und ich weiß nicht. Falls jemand meinen Überzug hat, ganz viel Spaß damit. Genießt das Leben. Er hat mir wirklich gute Dienste geleistet, bis er dann irgendwann abgehauen ist. Ich kann es aber verstehen. Hier ist eine volle Gasflasche, die habe ich immer gerne in der Sonne stehen. Ich mag das Risiko, wenn die sich ein bisschen warm kocht. Keine Ahnung, schreibt mir in die Kommentare, ob es explodieren kann. Hier ist meine Outdoor-Garnitur. Hier sitze ich gerne mit Freunden, wenn ich da welche hätte und philosophiere über das Leben. Ist sehr, sehr schön. Ja, Digga, man muss ehrlich sagen, der Balkon ist wirklich traurig, oder? Ja, Bro, also man kann schon wirklich viel... Ja, man kann hier aber schon echt viel mehr draus machen. Wir gehen jetzt nochmal rein und sehen uns dann bei der Schublade wieder. Wahrscheinlich ein Grund, warum viele Leute dieses Video eingeschaltet haben, ist die Schublade. Also ich kann so viel zeigen. Guck mal, ich glaube, wenn man das jetzt no joke... Warte, wenn ich es kurz ein bisschen drapiere. Wenn man es jetzt einfach mal quasi so zeigt. Guck mal, also so könnte man es jetzt quasi zeigen. So ist ja jetzt nichts Schlimmes. Hier sind so ein paar Klettergurte drin fürs Klettern. Und wenn ich jetzt das Ding hier aufmache, jetzt kannst du aber anfangen zu zensieren, weil das ist wirklich alles andere als normal. Also das muss jetzt kurz zensiert werden. Hier hat es verschiedene lustige Dinge drin, wie das hier, einmal zensieren, das hier. Oder auch das hier ist alles in meiner Schublade drin. Das war mein Stuhl. Ich weiß nicht, was ihr erwartet habt. Ich kann euch auch mit denen nicht zeigen, was da drin ist, weil sonst werde ich halt gebannt auf YouTube. Aber ja, ihr könnt es ja wahrscheinlich denken. So Lego-Autos, Matchbox, Hot Wheels und dazu eine kleine Karrierebahn. Sexspielzeug halt, ne? Ich baue die immer auf und dann fahre ich über den Rücken. Leute, das war meine Roomtour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr gerne mehr davon sehen wollt, dann haltet doch einfach die Fresse. Schreibt mir keinen Kommentar. Lasst bloß keinen Daumen nach oben da. Und jetzt raus.